Azabats roter Ring. Ne? Bin ich mal gespannt, was der jetzt kann. Rüstung, Parade, Ausdauer. Was habe ich? Attacke, Ausdauer, überreden. Feilschen. Zwei Parade. Eine Rüstung. Zwei Ausdauer. Musik kann ich den für gerne als Glücksbringer einsetzen. So. Moment, Charakterverwaltung. Dann wollen wir mal. Wir haben eine Armee zu erschaffen. Hallo? Ah. Gut, dass sie wissen, was sie tun müssen. Ich glaube, das haben die auch schon ohne dich vorgehabt. So. Wie effektiv sind sie denn? Irgendwie gar nicht. Machen wir gerade vorbei. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Nein! Hast du schon geschützt? Haha! Was der eine hier. Oh, die Aras sind tot. Was für ein epischer Kampf. Oh, na, neue Halskette. Was haben wir denn da? Einiges. Attacke, Ausdauer, Heilkunde. Was haben wir denn an? Schadensbonus, Attacke, Ausdauer. Schadensbonus, Crit, Essenz, Schlösser knacken. Schwarzpunkt ist. Sofort anziehen. Gabenschaden brauche ich nicht. Wo war das jetzt? Ach da. Wieder AP bekommen? 555. Die Tür sieht kaputt aus. Warum ist das so? Was erwartet mich dahinter? Gulmanblatt. Das nehmen wir doch gerne mit. Achso. Ich kann nicht von selbst hier durchgehen. Ich brauche dafür diesen Knopf. Oh, hallo. Halbgift, Krötenschemelgift. Das sieht aus wie ein Kampffeld. Ja, es ist groß genug für einen Boss. Okay, da muss ich also durch. Was ist denn hier die Treppe hoch? Da ist nix. Da ist auch nix.
Okay. Oh, da liegt ja was. Sagen und Legenden. 27 AP und ein cooles Eintrag. Ach, ja, häng dich doch mal an der Wand fest. Was ist auf der anderen Seite? Das ist ja bestimmt auch was Tolles. Was liegt hier? Kann ich die Waffe mitnehmen? Sieht toll aus. Stangenwaffen sind immer von Vorteil. Sie haben eine sehr hohe Reichweite. Machen enormen Schaden. Oh, das klingt nach Falle. Das ist auch eine. Wo ist der Hebel dafür? Was haben wir da? Da ist der Hebel dafür. Kaum zu sehen. Genau wie es sein muss. Der Raum ist zu groß. Hier passiert gleich noch was. Nicht? Okay. Ihr enttäuscht mich. Da hätte man durchaus noch mal einen kleinen Dämon hinsetzen können. So. Azariel, da bist du ja. Beendet die Beschwörung, Herrin. Wir halten ihn auf. Genau, haltet mich mal auf. Stirb. 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 Ja, klar. Auf dem letzten Lebenspunkt. Komm aus deiner Kuppel. Ach, ich muss jetzt auch töten, ja? Noch einer? Ach, die wachsen einfach nach. Natürlich. So. Hätten wir das auch? Komm, noch mehr? Ist die Treppe hoch? Nö. Ah. Ich verstehe. Wuchtschlag, Wuchtschlag. Überall nur Magier, ey. Man könnte fast meine Welt irgendwo nest. Mach kaputt!
Jemand hat die Beschwörung beendet. Verdammt. Azariel Scharlachkraut. Wo bist du? Auf dich zu verstecken. Ach, da oben ist die. Stirb! Stirb! Einfach neu oder was? Einfach neu. Und ich kann einfach mal reinstechen. Ungefähr so. Die Viecher beschwört sie sowieso ständig neu. Das kann ich mir sparen. Ausdauerkampf. Ich brauche noch Ausdauer, dann geht das schon. Ich habe dich wohl unterschätzt. Ja. Nun gut. Ach, jetzt ruft sie den Feuerviecher. Nein. Menschlich. Och, du Schande! Ja, genau. Komm mir entgegen. Das macht Sinn. Ist er? Da ist er. Ja, nicht dich. Sie! Du wurdest eh neu gerufen. Ah. Beharrt euch gegenseitig. Das macht ihr gut. Das macht ihr sehr gut. Stirb, Azariel. Ihr Narren! Was habt ihr getan? Schweig, Azariel! Du wirst niemanden mehr verführen. Du bist gefallen, Azariel. Meine Leute sind bereits dabei, dein Geheimnis um den Pakt zu entschlüsseln. Und die Macht, mit der du uns zu deinem Werkzeug machen wolltest, diese Macht wird nun der Welt die Freiheit bringen. Kalandra, bitte hör ein letztes Mal auf mich. Die Siegel sind gebrochen. Ihr habt Zul'Gerolds Macht entfesselt. Schweig, Dämonenmetze! Deinen Lügen glaubt jetzt niemand mehr. Die Zeit der Hochprophetin ist zu Ende. Die neue Kirche lässt die Welt erstrahlen. Kalandra, was ist hier los? Viel hat uns dieser Kampf gekostet. Doch meine Truppen sind noch lange nicht erschöpft. Dieses Tor bringt mich in den Molchenberg, den Ort unserer Erweckung. Von dort aus soll der Sturm den Sturm besiegen. Mädchen, das ist Wahnsinn. Du weißt nicht, was du tust. Ich bin die größte Öffnerin der Tore. Portifex Maxima. Durch das nächste Sphärentor betritt mein Heer den Kontinent.
Von Ras Assors goldenem Thron aus hetze ich das Dämonenpack aufeinander, bis keiner von ihnen mehr in Aventurien wandelt. Kalandra, du bist nicht mehr du selbst. Schergen und Heptarchen, Diener der Zwölfgötter, Mietlinge irgendwelcher Fürsten. Unzählige Namen für jene, die uns viel zu lange knechten und verfolgen konnten. Doch mit dem Siegel brach die Knechtschaft. Chiron, wir sprengen die Ketten der Tyrannen. Wir sind Macht und Wille, die den Menschen die Freiheit zurückgeben. Wir sind Borbaradiana. Ich nicht. Bobarats Schergen haben dieses Elend verursacht. Ich werde da nicht mitmachen. Du hattest die heilige Aufgabe, die Siegel zu brechen. Gemeinsam wollten wir die neue Kirche gründen. Was du vorhast, ist Wahnsinn. Nicht einmal du kannst die Dämonenhorden kontrollieren, die du rufen willst. Auf wessen Seite stehst du? Kalandra, ich folge dir überall hin, aber nicht in diesen Krieg. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Richte du über Azarel. Ich erwarte dich im Molchenberg. Dieses einfältige Ding. Sie hätte der erste Paladin werden können. Schweig. Halt's Maul! Du bist der Sieger. Du hast recht. Aber das wird Sul'geroth nicht aufhalten. Dich und mich hat er schon benutzt. Jetzt ist Kalandra dran. Was soll das heißen? Glaubst du wirklich, ich wollte den ersten Paladin nur aus Machtgier beherrschen? Hältst du mich für so dumm? Der Paladin sollte ein Symbol für die Kirche sein. Jung und mächtig. An Kalandra sehen wir, wohin diese Mischung führt. Ich habe Sul'geroth viel Macht in unserer Sphäre eingeräumt. Meine Bindung an die Erwachten verhinderte aber, dass der Dämon sie lenken konnte. Diesen Schutz hast du zerstört. Es werden nicht irgendwelche harmlosen Heshtotim durch das Sphärentor schreiten. Es wird Sul'geroth selbst sein. Also, töte mich, wenn du musst. Doch wisse, mit mir stirbt die einzige Verbündete, die du jetzt noch gegen ihn hast. Ja, großartig. Also hör mal, Sul'geroth. Du sagst, Sul'geroth hat uns alle hintergangen? Die Sphärentore. Kalandras Gabe ist deshalb so mächtig, weil sie Sul'geroth am meisten nutzt. Ich hätte es wissen müssen, als ich sie zu mir holte. Er brachte dich dazu, die Siegel zu brechen. Er machte sich Kalandras Idealismus zunutze. Und welche Rolle dein Vater dabei spielte, meine größte Schwäche, das hätte ich auch ahnen müssen. Für ein Wesen des Chaos hat er erstaunlich weit geplant. Uns alle hat er dort genarrt, wo unser Geist versagt. Bei unseren Gefühlen. Nehmen wir an, ich lasse dich leben. Was geschieht mit der neuen Kirche? Trotz der großen Opfer war mein Kampf gegen Kalandra nützlich. Unser Konflikt hat die Leidenschaft der Gläubigen gestärkt. Die Schwachen sind in unserem Krieg gestorben. Die Überlebenden sind das Fundament einer neuen, starken Kirche. Und mein letztes Geschenk, das Wissen über das Geheimnis des Paktbruchs, gebe ich darum mit Freuden an die Gläubigen. Dein Zweck ist also erfüllt. Und du akzeptierst deinen Tod. Ich bin die lebendige Erinnerung an allem, was der Meister uns lehrte. Ohne mich wird die Kirche leben, ja. Doch sie wird sich verändern. Und irgendwann werden Borbarats Lehren verblassen. Keine Freiheit, kein Geist. Nur noch Symbole. Sie werden dir folgen. Du bist Hand und Schwert des Glaubens. Ich bin nur seine Seele. Und ob die Seele wichtig ist, entscheidet der Sieger. Okay. Du lügst aus Gewohnheit. Woher weiß ich, dass du Kalandra nicht selbst beeinflusst hast? Ich bin bereits am Ende. Was sollte ich jetzt noch fürchten? Mich zu töten hieße nur das zu verleugnen, was du bist. Was du dank meiner Hilfe werden durftest. Du hast Elend über mich und Kalandra gebracht. Uns zu einem Leben als Flüchtlinge verdammt. Und all das willst du mir jetzt als Wohltat verkaufen. Ich sollte dich töten. Das ist vielleicht schwer zu begreifen, aber meine Niederlage ist auch ein Sieg. Denn du bist nun da mit deinem unbeugsamen Willen und deiner Macht. Ein Symbol für die Stärke unseres Glaubens. Auch wenn ich dich nicht in meinem Bauch getragen habe, durch mich kamst du auf diese Welt. Und ich bin stolz auf dich.